Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Truck and Logistics Simulator. So, wir haben ja letztens mal ein paar Steine gefahren. Ich stehe jetzt immer noch quasi hier, beziehungsweise bin wieder hergefahren nach dem Laden jetzt. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal, was es als Neues gibt. Motor starten. Und dann muss ich unbedingt mal tanken, sehe ich gerade. So, was haben wir denn hier? Also am besten wäre natürlich da einer, wo wir richtig schön Catch machen. Kann man die auch mal irgendwie sortieren? Oh, Moment. So. Hier müssen wir bestimmt wieder Steine fahren. Das ist blöd, dass es hier keine näheren Informationen irgendwie gibt. So ein bisschen. Aber gut, der Weg ist gar nicht so weit, das geht eigentlich. Ich würde ja eigentlich auch gerne mal, aber hier ist gerade keine Schwertransportermission. Das geht wieder über die ganze Map. Ich gehe mal davon aus, hier müssen wir den. Ah komm, wir machen jetzt mal die. Vielleicht haben wir ja Glück und ich muss den. Das Teil aufladen und transportieren. So. Gucken wir mal. Licht an. Jawohl. Ist der Mauszeiger jetzt da? Stopp. Genau. Zack. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich das über die Spiegel hinkriege. Das wäre nämlich schon ganz nice. So, wo ist denn mein Hänger? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ach, da ist er doch schon. Langsam. Jetzt T drücken. Zack. Sehr schön. Dann auf geht's. So. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo waren jetzt hier. Ah, Blinker war hier. Ja, ist schon ein bisschen her, noch, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und Y müsste dann der andere sein, genau. Ich glaube, ich muss hier noch mal ein bisschen was in den Einstellungen ändern, gerade was die Blinker angeht. So, dann gucken wir mal. Ladung ist alles gut. Ist natürlich schön, dass der Rückspiegel nicht berücksichtigt, dass wir in einem Transporter sitzen. Na komm, du musst schon. Oh, warte mal. Hab ich jetzt den Hänger stehen lassen? Nee, gut. Ach, diese KI. Diese KI. So, hier muss ich dann da lang fahren. Ja, ich blinke lieber vorher schon. Eigentlich macht man das ja nicht im Kreisverkehr, aber na gut. Man weiß ja nie, was hier noch passiert. So, wie gesagt, ich hoffe bloß der Ton ist nicht so laut, also dass ich immer noch lauter bin als das Spiel, das wäre immer noch nice. In der Hoffnung.
So, versuchen wir mal ordentlich zu fahren. Ohne Blitzer diesmal. Naja, und selbst wenn, dann ist es so. Komm, wir fahren mal gleich hier rüber. Geben wir mal ein bisschen Gummi hier. Ich glaube, hier waren jetzt 100, hä? Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, das war knapp. Das war ein bisschen knüppelig. Das. Oh, ich muss hier auch rum. Oh Mann, diese KI. Los jetzt. Warum fährst du denn nicht, Mann? Ja, schlimm. Dieses Verhalten in dem Kreisverkehr. Sowas. Ups. Ach ja, wie schön können Serpentinen sein. Beziehungsweise aufwärts um die Kurve oder abwärts um die Kurve. So, wir müssen nach rechts. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt die ganze Zeit schon immer dieselbe Strecke fahren, ob wir jetzt hin oder zurück fahren. Irgendwie immer dieselbe Strecke, habe ich das Gefühl. Und es wird hell, Gott sei Dank. Achso, eigentlich wollte ich noch tanken fahren, ne? Upsi. Das habe ich ja komplett vergessen. Wir wollen mal hoffen, dass es noch reicht. Aber gut, die Tankanzeige ist noch nicht auf Rot, also das geht immer noch. Also ich gehe mal davon aus, ich bin immer noch überzeugt, dass das Spiel mit Lenkrad etwas einfacher wäre, als wie mit Tastatur. Oder man müsste mal gucken, ob man hier irgendwie diese Lenkempfindlichkeit einstellen kann. Dass es nicht so hart reagiert, wenn man jetzt auf so einen Richtungspfeil drückt. Wow. So, ich muss auch nebenbei immer mal aufs Navi gucken, nicht, dass ich mich wieder verfahre. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier ein Zeitlimit haben. Immer noch nicht.
Aber ich gehe mal nicht davon aus, weil wenn er das bestimmt bei der sogenannten Beschreibung, die ja auch nicht existiert, hätte das schon mit dargestanden. So, jetzt kann man ja eigentlich rollen lassen, ab und zu mal bremsen. Und yay, na klar. So, na komm schon. Wow. Oh, das war eng. Eieiei. Guck mal, da vorne ist eine Tankstelle. Da könnte man doch eigentlich gleich mal kurz tanken fahren. Sowieso abbiegen. Boah. Doch immer. Du Hörni. Sowas. Ach, da muss ich rein, okay. Nochmal schnell auf die Abbiegungsspur mogeln. So, da wird man schnell getankt. Motor aus. Und jetzt muss ich, was? Ach, das ist auch auf T. Das ist ja interessant. So, und nun? Okay, aha. Läuft also wie bei LS, wird dann automatisch abgezogen. Gut. So, ich muss jetzt hier rüber. Oh, jetzt habe ich vergessen, wo die Straße, auf die Straße zu achten. Upsi. So, jetzt muss ich, wo muss ich denn hin? Hier drüben, ne? Ach du heiliges Lieschen. Okay, Freunde, nehmt es mir nicht übel, aber das werde ich wohl wieder so machen müssen. So, mal noch so ein kleines bisschen so rum. Und jetzt voll einschlagen. Oh gut, hat gepasst, okay. Was, Fuel Mine? Achso, okay, das zieht's mir jetzt ab. Also haben wir jetzt 8700 ne? Ladebonus, Parkbonus. Okay, sehr schön. So, jetzt würde ich gerne mal, jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt 18.500. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir fahren jetzt mal hier rüber, weil da haben wir gleich zwei Optionen. Mal gucken, was es da so gibt. Weil hier wird es jetzt, wo ist denn hier da? Weil hier wird es, denke ich mal, immer nur die gleichen Optionen geben. So, zeig mal, was haben wir denn hier? Okay. Ja, hier werden wir bestimmt auch wieder das Teil fahren müssen. Den Strom. Ja gut, lass uns mal ins Logistikzentrum fahren. Hoppala. Ist ja quasi gleich um die Ecke. Und da suchen wir uns da mal was Schönes raus. Ja. Da müssen wir jetzt quasi immer hier rum um die Siedlung. Will ich da jetzt hier schon abbiegen? Ach, warte mal, ist das oben an der... Kann ich mir das, warte mal. Achso. Kann ich mir das markieren? Warum kann ich mir das nicht markieren? Ach, ich hätte bestimmt hier lang fahren müssen, ne? Ich Dösel. Na gut, dann drehen wir halt um.
Kommt ja gerade nichts. Schöner Wendekreis, der Bus. Genau, da würde ich sagen, wir gucken mal im Logistikzentrum, ob wir vielleicht sogar eine Schwertransportmission finden, die wir begleiten können. Ich glaube, das Zubehör hat man uns schon gekauft. Ich glaube, ich habe grün. Ich glaube, ich habe grün. So, dann wollen wir mal gucken. Da kommt nichts. Kommen wir ranfahren. So, jetzt hieb ihm. Guck mal, hier ist es schon. Also es ist jetzt der Hafen, deswegen gibt es ja diese doppelten. Da wundert es mich aber, dass es nicht für Baustellen gibt. Und ohne zu blinken. Oh, das gibt Ärger. Ja. Da hätte ich ja bestimmt erstmal durch die ganze Stadt fahren dürfen. Bevor ich dann hierher gekommen wäre. So, dann gucken wir mal, was es gibt. So, was haben wir denn hier? Okay, für 9000, das ist so ein Gedöns, hier Gabelstapler. Hier 6000. Oh, das ist aber weit. Okay, das ist noch ein Stückchen. Würde jetzt eigentlich von der Zeit her noch reichen, oder? Ja, müsste passen. Mit Aufladen wird schwierig. Aber da könnten wir das theoretisch auch machen. Gibt es nochmal 6000? Ne, ich glaube, ich mache doch das hier. Das sind bloß 1,12 Kilometer. Ja, komm, wir machen das jetzt. So. Ui, guck. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das zerbrechliche Ware ist. So, einer muss hier rein. So, guck mal, wie viel Platz in so einem Auto ist. Das ist ja Wahnsinn. Schloss Gehör, ja. Ich zerrammel mir mein ganzes Auto. So, das tut Not. Wie schön das funktioniert. Mega. Richtig klasse. Ja. So, hoppala. Oh, die Kameraführung ist echt krass. So. Reinfahren. Uiuiui. Einmal absenken bitte. Und Ladung ist drin. Jawohl. So, Licht an und auf geht's. Schubidubidubdubdu. Gibt doch gar keine Navigation. Okay, also fahren wir erstmal Richtung Tankstelle. Weil ich glaube, andersrum komme ich hier, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Oder könnte das hier ein Auffahrt sein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, wenn wir sehen, vielleicht kommt ja das Navi noch. Vielleicht entscheide ich mich ja noch um. Ja, da ist es doch. Komm, vor dem Roten können wir noch rausziehen.
so 50. Schneller nicht. Na gut, so lange wie wir keinen. Solange wir kein Blitzerschild haben, können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Hallo. Ich habe auch eine verwirrende Straßenführung hier ab und zu. Oh, hinter mir kam Gott sei Dank gerade nicht. Scheint ein großer Kreisverkehr zu sein. Jawohl. So, ja, ich weiß, ich habe jetzt wieder nicht geblinkt. Jetzt nicht so schlimm. Oh, guck mal, die Tankstelle kennen wir doch. War das überhaupt die Tankstelle? Ne, ich glaube nicht, oder? So, dann ab auf die Autobahn. Und feste treten. Da gerät. Ich habe jetzt schon wieder nicht geguckt, was jetzt für eine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Hoppala. Ich hoffe bloß, es blitzt nicht gleich wieder. So. 80. Ja, verdammt. Okay, so viel zum Thema ohne Blitzer. Mist. Aber gut, ich bin ehrlich, das wird mir bestimmt noch öfters passieren. 130. Jawohl. Muss ich auch? Ja, ich muss hier auch abbiegen. Schade. Nie darf man Spaß haben. Hey, sag mal. Die Verkehrsregeln kennt ihr auch nicht, ey. Leute, Leute, Leute. So, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Ich sehe nichts. Ah, ich muss hier abbiegen. Ich muss hier abbiegen, wie immer. Und Gott sei Dank fährst du da lang. Ich muss nämlich da lang. So, dann mache ich das jetzt auch einfach mal, ohne zu gucken. Okay, wenn der mich weggeguckt hätte, wäre es natürlich nicht so schön gewesen. Ja, 50. Okay, dann können wir gleich hier ein Tempomat mal anmachen. Macht sich, glaube ich, in der Stadt immer besser als wie alles andere. So. Okay, da müssten wir ja eigentlich auch gleich schon wieder da sein. Verzeihung. Aber den konnte ich mir jetzt nicht mehr verkneifen. Schon mindestens 5 Minuten mit dem Nieser gekämpft. So, dann tun wir abladen. Das ist egal wie rum. Na gut, ich stehe ja im Transporter drin. Klar ist das egal. So. Super, guck mal. So, jetzt haben wir 22.000. Wir haben nochmal Ladebonus gekriegt. Und Frachtbeschädigung 0%. Gibt's aber leider kein Geld. Hm. Na gut. Okay. Dann haben wir das Thema jetzt somit abgeschlossen. So, ich wollte jetzt nochmal gucken. Wenn wir jetzt in die Garage gehen. Ich weiß, wir kommen dann wieder woanders raus. Das ist ja nicht schlimm. Zur Garage gehen, genau. Wir kommen ja aber ungefähr in der Nähe daraus. So, jetzt wollte ich mal gucken bei den
Switchen wollen. Das wäre jetzt noch interessant. Aber da haben wir auch nichts weiter. Ah. Hier wird es auch nicht besser. Nee, wir haben dann wirklich... Also ja, der wäre schon cool. Ich meine, wir könnten uns sogar schon einen kaufen, davon mal abgesehen. Aber welchen wird man denn da nehmen? Also ich würde ja wieder zu dem Mann tendieren. So, starrer LKW, was gibt's denn da dann Neues dazu? Verfügbare Mission. Ja gut, das ist alles bloß mit Aufladen und wieder Doppelbridge, also Doppelhänger. Mhm. Oh ja, hier wird es interessant verfügbar. Mhm. Aber da brauchen wir schon 42.000. Gut, ich würde jetzt nämlich auch sagen, wir tun mal. Ändert sich. Auch das ändert sich auch nochmal von LKW zu LKW. Das ist natürlich auch geil. Also müssten wir knapp mit 49.000 rechnen. Das ist natürlich super heavy load hier. Sehr schön. Also der könnte auch alles fahren. Also die mit der Doppelachse hinten, okay, also müsste ich mit ungefähr knapp 80.000 rechnen. Na gut, dann können wir noch eine Weile Kisten hin und her fahren. Nein, wir werden natürlich auch, also ich werde mir hier dann demnächst auch mal vielleicht mal so einen holen, dass wir ein bisschen was für eine Baustelle machen. Oder selbst mal sowas. Von daher, ja, geht alles schon. Hat er jetzt eigentlich irgendwie, hier, du hast doch keine Angaben zwecks Leistung oder doch hier 440, 730, der hat auch 470, der kostet 48. Okay, also es wird eh einer von den beiden hier, entweder 46 oder 48.200. Aber der Kipper ist schon interessant. Na gut, dann würde ich sagen, achso ja, ich müsste ja vorn drücken, oder? Oder obwohl, komm, wir machen mal diese Beendung heute hier. Da seht ihr das auch mal wieder seit langer Zeit. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein bisschen Feedback da. Lasst mir doch ein Abo da, sofern ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Gebt einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen und genauso mit den Kommentaren. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!